Zeit, es ist soweit. Hier sind die Wings. Wings, du bist stärker als du denkst. Was wir können, kannst du längst. Sei ganz leicht und du beginnst zu schweben. Wings, lust auf einen Sternenritt. Worauf wartest du? Komm mit. Heute wollen wir noch so viel erleben. Bist du bereit? Es ist soweit. Hier sind die Wings. Hast du auch schon oft geträumt, du kannst fliegen? Deine Runden durch die Lüfte zu drehen, kein Problem. Du musst einfach fest genug daran glauben. Dann wird dir dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Nichts kann ich jetzt noch halten. Wings, du bist stärker als du denkst. Was wir können, kannst du längst. Sei ganz leicht und du beginnst zu schweben. Wings, lust auf einen Sternenritt. Worauf wartest du? Komm mit. Heute wollen wir noch so viel erleben. Wings, der Zauber der Wings. Der Himmel wartet auf uns. Wir suchen den Weg in die Freiheit. Freiheit im Zeichen der Wings. Unter dem Einfluss eines Zaubertranks hat sich Sky in die bösartige Diaspora verliebt. Keine Zauberformel kann Blooms Wunden heilen. Sie fühlt sich von ihrem Prinzen verraten und verkauft. Da vorne ist sie! Na, Kiko? Willst du mit mir kuscheln? Ich weiß ja, dass du mich lieb hast, Kiko. Und auch sonst keiner tut. Wir haben dich auch lieb, Bloom. Wir haben dich ganz doll lieb. Oh. Hatten Sie zufällig Frühstück im Park bestellt? Frühstück? Ich muss sagen, der Service hier ist ausgezeichnet. So. Es ist alles angerichtet. Lass es dir schmecken, Bloom. Danke, das ist ganz süß von euch, aber ich habe keinen Hunger. Ach, hör auf. Der Appetit kommt beim Essen. Ich fasse es immer noch nicht, was passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass Guy mir so etwas antun würde. Oh. Kiko, du verfressenes Langohr. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Ich habe bereits seinen ersten magischen Schild installiert, um Althea zu schützen. Das war klug. Valtor ist eine Bedrohung für die magische Dimension. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er eine unserer Schulen angreift. Wir müssen darauf vorbereitet sein. Wenn wir nur wüssten, wo und wann. Valtor ist unberechenbar, von Ehrgeiz zerfressen und böse. Seine Gier nach Macht ist unersättlich. Und jetzt, da er weiß, dass Bloom in Althea ist, wird er sicherlich hierher kommen und auf Rache sinnen. Rache an der Tochter derer, die ihn vor langer Zeit bezwungen haben. Die magischen Formeln auf diesem Pergament sind vielleicht Altheas einzige Chance, die Sache zu überstehen. Das ist der größte Schatz unserer Schule. Und Valtor wird mit aller Macht versuchen, ihn an sich zu bringen. Und das ist noch nicht alles. Er hat bereits andere Welten der magischen Dimension angegriffen. Andros wurde schwer getroffen. Und es gibt noch etwas. Ich habe mit Valtor auch noch eine Rechnung offen. Um ihren Planeten zu beschützen, haben Oritel und Marion, der König und die Königin von Domino, die Verbindung des Lichts gegründet. Die Verbindung hat Valtor gefasst und in die Omega-Dimension verbannt, aber er hat es geschafft zu fliehen. Ich war Mitglied dieser Verbindung, zusammen mit Saladin, Griffin und anderen Zauberern und Kriegern. Wir alle haben Valtor bekämpft. Aber es waren Blooms Eltern, die ihn letztlich bezwungen haben. Die beiden sind aus diesem Kampf nie zurückgekehrt. Wenn er jetzt wieder auf freiem Fuß ist, wird er nicht nur an dir Vergeltung üben wollen, sondern er wird auch hinter Bloom her sein. Und den Zauberformeln in unseren Archiven. Wir müssen uns sofort auf unsere Verteidigung vorbereiten. Diese Schriftrolle enthält magische Verteidigungsformeln, die uns helfen können, unsere Schule zu schützen. Wir müssen unsere Energie freisetzen und einen Abwehrschild um Althea aufbauen. Strahlendes Tageslicht, Sicheln des Mondes. Schützt unsere Schule vor dem Bösen. Kommen Sie rein. Frau Direktor, hätten Sie einen Moment Zeit? Natürlich, Griselda. Was gibt es? Die Eltern einiger Schülerinnen warten draußen und würden gerne mit Ihnen sprechen. Bitten Sie sie herein. Guten Morgen. Guten Morgen, Verehrteste.
Und, was kann ich für Sie tun? Wir haben beschlossen, Sie aufzusuchen, weil wir sehr in Sorge sind. Wir haben das Gefühl, dass Alfea kein sicherer Ort mehr für unsere Töchter ist. Nach dem, was auf Herakleon vorgefallen ist, halten wir Blums Anwesenheit in dieser Schule für besorgniserregend. Diese Befürchtung ist unbegründet. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was genau auf Herakleon vorgefallen ist. Tatsache ist, dass Blum eine unserer besten Schülerinnen ist. Darüber hinaus ist sie auch sehr aufrichtig und vertrauenswürdig. Und ich garantiere Ihnen, dass an den Gerüchten, sie würde in Verbindung mit Walter stehen, kein wahres Wort ist. Wir müssen unbedingt sicher sein, dass unsere Töchter an einem geschützten und gefahrlosen Ort sind. Mit anderen Worten... Wir verlangen, dass Blum von der Schule verwiesen wird. Je schneller, desto besser für das Wohl aller. Warum? Warum hat Sky mich verraten? Ach, Blum, ich weiß, es ist schwer, aber wir sind alle für dich da. Ich hätte nie gedacht, dass mir irgendjemand so wehtun kann. Das lässt bald nach. Du wirst schon sehen. Klopf, klopf. Darf ich reinkommen? Blum, komm mit. Miss Faragonda hat eine Schülerversammlung einberufen. Mädchen, ich muss euch etwas mitteilen. Ein dunkler Magier ist aus der Omega-Dimension geflohen. Der Name dieser Kreatur ist Valtor. Sind wir in Gefahr? Im Moment besteht keinerlei Bedrohung, aber unsere Schule könnte in der Tat zu einem Angriffsziel werden. Deshalb seid auf der Hut und meldet, wenn euch etwas Verdächtiges auffällt. Valtor wird Rache nehmen wollen. Er hat noch eine Rechnung mit mir offen und mit eurer Mitschülerin Blum. Oh. Oh. Einige Eltern halten Blums Anwesenheit hier für ein Problem und haben mich deshalb ersucht, Blum der Schule zu verweisen. Ich habe gründlich darüber nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Für mich kann es ohne Wenn und Aber nur einen Weg geben, und zwar dieses Ersuchen abzulehnen. Blum wird hier in Alfea bleiben. Ich kenne euch alle sehr gut und vertraue euch. Ihr seid tapfer und würdet nicht zögern, eure Schule oder eine Freundin in Not zu verteidigen. Und ich möchte, dass ihr alle hier wisst, sollte jemals eine von euch in Schwierigkeiten geraten, werden wir alle ohne Ausnahme für euch da sein. Und deswegen stehen wir zu Blumen. Wenn einige Eltern diese Entscheidung nicht mittragen können und es vorziehen, ihre Töchter von unserer Schule zu nehmen, dann soll es so sein. Sollten sie eines Tages zurückkehren, werden die Türen von Alfea für sie offen stehen. Ich wusste nicht, dass ich so viele Schwierigkeiten verursache. Wenn ich wirklich ein Risiko bin, sollte ich vielleicht gehen. Ach komm schon, Blum, du weißt doch, wie Eltern sind. Zieh dir eine Jacke über, du wirst dich noch erkälten. Die machen sich immer viel zu viel Sorgen, das ist so stressig. Ja, vergiss den Quatsch. Danke, Mädels, aber vielleicht wäre es wirklich besser, wenn ich die Schule für eine Weile verlasse. Nein, Blum, tu das nicht. Nur für eine Weile, Flora, nur bis sich die Sache mit Walter geregelt hat, dann komme ich wieder. Am liebsten möchte ich zurück nach Gardenia. Ich glaube, so ein bisschen Familienleben tut mir jetzt ganz gut. Ich will nichts mehr von dir, doch ruf mich noch einmal an und lüg mir vor, du bleibst stets bei mir. Ich will nichts mehr von dir, doch mein Herz schwört dir allein. Da ist kein anderer, um den ich weine. Es ist so schwer für mich. Ich glaub, ich kann nicht mehr. Ich will nicht, geb dich nicht her. Ich liebe dich so sehr. Halt dich in meinem Herz und stell mir vor, dass du stets bei mir bist. Ich will nichts mehr von dir. Vielleicht noch ein letztes Mal in deinen Armen dieses Glücksgefühl. Es ist so hart für mich. Ich glaub, ich kann nicht mehr. Die Traurigkeit wiegt so schwer. Eine Tasse grünen Tee? Den musst du probieren. Das tut gut, oder? Ja, sehr. Meine Süße, ich weiß wirklich, wie du dich fühlst wegen dieser Geschichte mit Sky. Vielleicht solltest du mit ihm reden und versuchen, die Dinge zu klären. Er liebt Diaspro. Er war schon immer in sie verknallt und hat mich die ganze Zeit zum Narren gehalten. Da gibt es nichts mehr zu klären. Die Situation ist völlig eindeutig. Aber wenn du weißt, warum er das getan hat, fühlst du dich vielleicht besser. Wenn er derselbe Sky ist, der dich aus Dakars Bann befreit hat, dann muss etwas Schwerwiegendes passiert sein, das erklären würde, warum er sich so drastisch verändert hat. Man kann nie wissen, vielleicht ist ja er jetzt derjenige, der deine Hilfe braucht. So oder so hast du ein Recht darauf, dass er dir Rede und Antwort steht. Ja. Du darfst niemals aufgeben, Blum, vor allem nicht, wenn es um deine Gefühle geht. Sky sollte sein Verhalten dir gegenüber erklären, darauf musst du bestehen.
Ich weiß nicht, ob dieser Sky wirklich ein Prinz ist oder ein Vollidiot, aber eins ist sicher. Dafür, wie er dich behandelt hat, werde ich ihm eine Lektion erteilen. Happy, auch wenn ich mich mal verlassen fühle oder wenn mir etwas Schlimmes widerfährt, ich weiß, dass ich mich immer auf meine Eltern verlassen kann. Danke, Mami. Danke, Papi. Ich habe tagelang nichts von Brandon gehört. Vermutlich ist er noch im Clinch mit Sky. Das war ja auch furchtbar auf Eraklion. Aber er könnte ja wenigstens anrufen und kurz fragen, hallo Stella, wie geht's dir? Aber er geht nicht mal ran. Ich verstehe das alles nicht. Stella, du hast mich angerufen. Ne? Ja, du Blitzmerker. Ich habe seit Tagen nichts mehr von dir gehört. Ich bin zurück in Eraklion, um mit Sky zu reden. Und langsam kriege ich eine Ahnung, was passiert sein könnte. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich melde mich später. Warte doch mal, ich will Details. Was denn für eine Ahnung? Was meinst du? Hab Geduld, Hase. Ich lieb dich. Hase? Diaspro von Eraklion! Du bist strahlend schön, wie immer. Volk von Eraklion, ich freue mich, euch heute die offizielle Verlobung meines Sohnes Sky bekannt geben zu dürfen. Das Protokoll sieht eine längere Vorbereitungszeit vor, aber wir konnten es nicht erwarten, unser Glück mit euch zu teilen. Sie haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist die Story im magischen Internet. Stella, ich weiß genau, was du denkst. Bloom wird die totale Krise kriegen, wenn sie davon erfährt, die Ärmste. Ich hasse es, ihr das erzählen zu müssen, aber sie ist meine beste Freundin und ich darf ihr das nicht verheimlichen. Aha. Hallo, Stella. Entschuldigt, dass ich hier einfach so reinschneie, aber ich mache mir solche Sorgen um Bloom. Ich verstehe dich. Schätzchen, du hast Besuch. Hallo, Bloom. Hallo. Bloom, hör mal. Es ist etwas passiert. Ich muss wieder zurück nach Alfea. Ich muss mich mit Sky auseinandersetzen und wenn es sein muss, auch mit Diaspro. Wenn ich ihn verloren haben sollte, will ich wissen, warum. Und das soll er mir ins Gesicht sagen. Das ist meine Freundin, Bloom. Das wollte ich hören. Weißt du was, Schätzchen? Er mag ja ein Prinz sein. Aber wenn ich dich so ansehe, möchte ich jetzt wirklich nicht in seine Haut stecken. Bloom, du bist wieder da! Hallo Mädels! Ich hab's euch doch gesagt, dass ihr es nicht lange ohne uns aushalten wird. Und wann düsen wir los? So schnell wie möglich. Da gibt es nur ein winzig kleines Problem. Bei der Rückkehr nach Alfea muss der Schutzschild passiert werden und er ist leider ab Punkt 20 Uhr aktiviert. Das ist gar nicht gut. Keine Sorge, Digit und ich haben einen Feldkrümmungsverdichter modifiziert, der eine variable Energiedichte erzeugen kann. Was ist los? Dieses kleine Meisterwerk magischer Technik schafft eine Öffnung im Schutzschild, die groß genug sein wird, um problemlos durchzuschlüpfen. Du bist dir sicher, dass das funktioniert? Das werden wir ja erfahren, wenn wir wieder zurückkommen. Und jetzt lasst uns endlich verschwinden. Riven hat gesagt, dass er uns mit einem seiner Schiffe hinbringen will. Wenn wir da sind, startet er ein Ablenkungsmanöver, damit wir uns unentdeckt reinschleichen können. Und ich halte mich bereit, um bei eurer Rückkehr die Passage durch den Schild zu öffnen. Ich würde euch wirklich gern begleiten, aber ich glaube, ich bin hilfreicher, wenn ich hier bleibe. Danke, dass du das für uns machst, Tekna. Layla ist noch auf Andros, also sind wir nur zu viert, aber dadurch wird es leichter reinzukommen. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Ausrede für Griselda, die alte Schreckschraube. Zeit für ein Picknick. Oh, ihr wollt einen Landausflug machen. Na schön. Bleibt nicht zu lange. Und vergesst nicht, der Schutzschild wird um 20 Uhr aktiviert. Wenn ihr zu spät kommt, müsst ihr die Nacht im Wald verbringen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen, Mädels. Ein Zwischenreichschiff für ein Picknick? Darf ich mal fragen, wo genau ihr hin wollt? Ach, nicht allzu weit weg. Wir sind heute so faul. Das können Sie doch, oder? Hey, ihr Schnitten, wisst ihr was? Ich frag mich gerade, warum ausgerechnet ich euch auf diese Mission begleite. Vielleicht, weil ich dich gefragt habe. Oder weil ich auf aussichtslose Unternehmungen stehe. Bloom, ich rate dir, stell dich darauf ein, dass Sky sowieso nicht mit dir reden wird. Und das wäre ja auch sein gutes Recht. Ist jedenfalls meine Meinung. Du nimmst ihn auch noch in Schutz? Ihr wisst doch, ich versuche immer praktisch zu denken. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Und ich finde auch nicht, dass Sky irgendwas erklären muss. Danke, Riven, das ist ausgesprochen hilfreich. Na
Nein, 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 das geht gar nicht. Dieser Frack ist unmöglich, völlig unpassend für eine Verlobungsfeier. Verzeiht, Prinzessin, aber ihr habt diesen Schnitt und den Stoff erst vor einigen Tagen selbst ausgewählt. Ja, aber heute gefällt er mir eben nicht mehr. Wir feiern ein bedeutendes Fest und Sky muss dafür perfekt aussehen, richtig, Schätzchen? Ja, ich muss perfekt aussehen, ganz wie du es wünschst. Es wird unvergesslich werden. Was ist denn jetzt schon wieder? Der Palast ist in höchster Alarmbereitschaft. Ein Fluggerät ist gerade ohne Erlaubnis im Park gelandet. Zu eurer Sicherheit solltet ihr uns sofort folgen und der Prinz auch. Das ist ein Schiff aus der Roten Fontäne. Was wollen die denn hier? Okay, das ist unsere Chance. Erzählen Sie mir nicht, dass hier Parken verboten ist. Und er ist allein. Hey, Sky, hast du einen Moment Zeit für mich? Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber du musst augenblicklich wieder verschwinden. Aber zuerst möchte ich mit dir reden. Ich muss wissen, was passiert ist. Du hast gesagt, dass du mich liebst und ich habe dir geglaubt. Aber dann hast du deine Verlobung verkündet. Da musst du wohl etwas missverstanden haben, Blum. Ich habe immer nur Diaspro geliebt und ich will kein Wort mehr hören, du Hexe. Sowas darf nie wieder passieren. Wie könnt ihr es wagen, eine Kleideranprobe wegen eines Fehlalarms zu stören? Spart euch eure Erklärung. Meine Waffen müssen fähig sein, eine Gefahr von einem Fehlalarm zu unterscheiden. Die Wings? Ja, wir sind hier, um euch zu eurer Verlobung zu gratulieren. Wachen, ergreift sie! Pass auf, wo ihr hintretet! Nun macht schon, ihr Trottel! Haltet sie auf! Könnt ihr ein bisschen Hilfe gebrauchen? Brandon! Ich wollte dich eigentlich heute Abend anrufen, aber es ist noch schöner, dich hier zu sehen. Ich habe mich reingeschlichen, weil ich mit Sky reden wollte, aber Diaspro lässt sie nicht eine Minute aus den Augen. Sucht sie! Sie sind irgendwo im Palast! Ich lenke die Wachen ab. Ihr Mädels verschwindet. Los! Brandon, sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen um mich, Stella. Ich komm schon klar. Na, Mädels, wo waren wir stehen geblieben? Ihr habt es vielleicht geschafft, hier einzudringen. Aber hier rauszukommen wird nicht so einfach werden. Wie du willst, Sky, du bettelst ja geradezu darum. Enchantix! Enchantix! Oh, oh, Enchantix! Magische Kräfte! Stopp der Verzauberung! Enchantix! Ist das schon alles, was du drauf hast? Ja! Ich wollte nicht mit dir kämpfen, Sky. Ich wollte wirklich nur mit dir reden. Aber wenn es dein Wunsch ist, dann verschwinde ich aus deinem Leben. Du bist längst aus meinem Leben verschwunden! Jetzt reicht's aber! Seht nur, das ist Waldhorsts Zeichen. Das erklärt alles. Er steht unter seiner Kontrolle. Ja. Magische Wings. Wir gehören zusammen und wir holen unsere Zauberkraft aus der Energie in hier. Oh, yes. Wir sind die Wings. Hätte mir früher klar sein müssen, dass nur ein Bann ihn so verändert haben kann. Und es ist ja wohl klar, wie Kloßbrühe Wellen mit einem Bann belegt hat. Das war bestimmt Diaspro. Wagt es nicht, ihren Namen zu nennen. Wir können nicht gegen ihn kämpfen. Aber wir können stattdessen versuchen, seinen Bann mit Feenstaub zu brechen. Dann hab ich jetzt meinen großen Auftritt. Nein, nein, was hast du vor? Thank you.
Skaltos Zeichen ist verschwunden. Da sind sie! Nehmt sie fest! Ich glaube, es wird Zeit, einen Abflug zu machen. Hierher, Mädels, schnell! Wir werden uns noch wiedersehen, Bloom. Skal gehört mir. Hoffentlich sind die Mädels sicher rausgekommen. Okay, Jungs, ich ergebe mich. 20 Uhr. Der Schutzschild kann jetzt aktiviert werden. Ach, ich wünsche mir so sehr, dass mein Skal sich von die Aspro befreien kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass Brandon alles gut übersteht. Wir mussten ihn zurücklassen. Und wenn ihm etwas zustoßen sollte, könnte ich mir das niemals verzeihen. Wir sind jetzt im Anflug auf Alphea. Hoffentlich hat Tekna alles vorbereitet. Wir sollten das langsam mal checken. Ich werde ihr ein Signal schicken. Ha? Tekna, kannst du mich hören? Wir sind im Anflug und könnten deinen geheimen Durchschlupf durchs Schild gebrauchen. Okay, dann hör mir jetzt gut zu. Die Passage durch den Schild wird nur für wenige Sekunden geöffnet sein. Wenn Digit das Gerät aktiviert hat, übermittelt sie euch die Koordinaten. Ihr dürft das Ziel nicht verfehlen. Ihr habt nur einen Versuch. Krümmungsgerät ist aktiviert. Ich hab die Koordinaten. Oh. Das Schiff passt doch niemals durch die Öffnung. Da müsst ihr ohne mich durchdüsen. Aber keine Sorge, ich bringe euch noch bis vor die Tür, Ladies. Es war mir ein Vergnügen. Oh nein! Jetzt haben wir ein echtes Problem. Willkommen zurück und Gratulation zu eurem kleinen Stunt. Ihr habt ein ernsthaftes Vergehen begangen. Indem ihr den Schutzschild manipuliert habt, habt ihr ihn geschwächt. Dafür werdet ihr eine harte Strafe kassieren. Bitte entschuldigen Sie, Griselda. Das ist alles meine Schuld. Geht jetzt auf eure Zimmer. Morgen früh werdet ihr euch vor der Direktorin zu erklären haben. Hey, kommt rein, Mädels. Leila ist wieder da. Und wie es aussieht, war der ganze Tag heute ein einziges Desaster. Leila, was hast du denn? Ich war immer stolz darauf, die Prinzessin von Andros zu sein. Aber jetzt hat sich alles geändert. Meine Eltern haben mir gesagt, dass sie einen Jungen ausgewählt haben. Sie erwarten von mir, dass ich ihn heirate. Er kommt aus einer der reichsten Familien auf Andros. Alles, was ich weiß, ist, dass er Nabu heißt und dass damit mein Leben für immer zerstört ist. Das Schicksal der Wings hängt davon ab, wie sie die Bedrohung meistern, die Valtor für sie bereithält. Unter seinem Einfluss greifen die Hexen vom Wolkenturm Alphea an. Die Feen sitzen in der Falle. Werden sie sich befreien können? Bist du No Wings? Gibt es einen Ort, wo du Freunde triffst, die träumen so wie du? Bist du No Wings? Ist für Glück gesorgt, wenn du dir vertraust und bis zum Himmel saust. Und da oben Schmetterlingsflügel tragen dich, Abenteuer verzaubern dich. Träume werden hier Wahrheit, du wirst sehen, es wird schön, schön. Und entdecke die Rätsel, geheimnisvoll. Geh den Weg in jedes Herz, was du wirklich willst. Dieser Wunsch bald in Erfüllung geht.
Unter dem Einfluss eines Zaubertranks hat sich Sky in die bösartige Diaspro verliebt. Keine Zauberformel kann Blooms Wunden heilen. Sie fühlt sich von ihrem Prinzen verraten und verkauft. Da vorne ist sie! Na, Kiko? Willst du mit mir kuscheln? Ich weiß ja, dass du mich lieb hast, Kiko, und auch sonst keiner tut. Wir haben dich auch lieb, Blum. Wir haben dich ganz doll lieb. Oh. Hatten Sie zufällig Frühstück im Park bestellt? Frühstück? Ich muss sagen, der Service hier ist ausgezeichnet. So, es ist alles angerichtet. Lass es dir schmecken, Blum. Danke, das ist ganz süß von euch, aber ich habe keinen Hunger. Ach, hör auf, der Appetit kommt beim Essen. Ich fasse es immer noch nicht, was passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass Guy mir so etwas antun würde. Oh. Kiko, du verfressenes Langohr! Wir dürfen kein Risiko eingehen. Ich habe bereits seinen ersten magischen Schild installiert, um Alfea zu schützen. Das war klug. Valtor ist eine Bedrohung für die magische Dimension. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er eine unserer Schulen angreift. Wir müssen darauf vorbereitet sein. Wenn wir nur wüssten, wo und wann. Valtor ist unberechenbar, von Ehrgeiz zerfressen und böse. Seine Gier nach Macht ist unersättlich. Und jetzt, da er weiß, dass Blum in Alfea ist, wird er sicherlich hierher kommen und auf Rache sinnen. Rache an der Tochter derer, die ihn vor langer Zeit bezwungen haben. Die magischen Formeln auf diesem Pergament sind vielleicht Alfeas einzige Chance, die Sache zu überstehen. Das ist der größte Schatz unserer Schule. Und Valtor wird mit aller Macht versuchen, ihn an sich zu bringen. Und das ist noch nicht alles. Er hat bereits andere Welten der magischen Dimension angegriffen. Andros wurde schwer getroffen. Und es gibt noch etwas. Ich habe mit Valtor auch noch eine Rechnung offen. Um ihren Planeten zu beschützen, haben Oritel und Marion, der König und die Königin von Domino, die Verbindung des Lichts gegründet. Die Verbindung hat Valtor gefasst und in die Omega-Dimension verbannt, aber er hat es geschafft zu fliehen. Ich war Mitglied dieser Verbindung, zusammen mit Saladin, Griffin und anderen Zauberern und Kriegern. Wir alle haben Valtor bekämpft. Aber es waren Blums Eltern, die ihn letztlich bezwungen haben. Die beiden sind aus diesem Kampf nie zurückgekehrt. Wenn er jetzt wieder auf freiem Fuß ist, wird er nicht nur an dir Vergeltung üben wollen, sondern er wird auch hinter Blum her sein. Und den Zauberformeln in unseren Archiven. Wir müssen uns sofort auf unsere Verteidigung vorbereiten. Diese Schriftrolle enthält magische Verteidigungsformeln, die uns helfen können, unsere Schule zu schützen. Wir müssen unsere Energie freisetzen und einen Abwehrschild um Alfea aufbauen. Strahlendes Tageslicht, Sicheln des Mondes. Schützt unsere Schule vor dem Bösen. Bitte kommen Sie rein. Frau Direktor, hätten Sie einen Moment Zeit? Natürlich, Griselda. Was gibt es? Die Eltern einiger Schülerinnen warten draußen und würden gerne mit Ihnen sprechen. Bitten Sie sie herein. Guten Morgen. Guten Morgen, Verehrteste. Und, was kann ich für Sie tun? Wir haben beschlossen, Sie aufzusuchen, weil wir sehr in Sorge sind. Wir haben das Gefühl, dass Alfea kein sicherer Ort mehr für unsere Töchter ist. Nach dem, was auf Heraklion vorgefallen ist, halten wir Blums Anwesenheit in dieser Schule für besorgniserregend. Diese Befürchtung ist unbegründet. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was genau auf Heraklion vorgefallen ist. Tatsache ist, dass Blum eine unserer besten Schülerinnen ist. Darüber hinaus ist sie auch sehr aufrichtig und vertrauenswürdig. Und ich garantiere Ihnen, dass an den Gerüchten, sie würde in Verbindung mit Valtor stehen, kein wahres Wort ist. Wir müssen unbedingt sicher sein, dass unsere Töchter an einem geschützten und gefahrlosen Ort sind. Mit anderen Worten... Wir verlangen, dass Blum von der Schule verwiesen wird. Je schneller, desto besser für das Wohl aller. Warum hat Sky mich verraten? Ach, Blum, ich weiß, es ist schwer, aber wir sind alle für dich da. Ich hätte nie gedacht, dass mir irgendjemand so wehtun kann. Das lässt bald nach. Du wirst schon sehen. Klopf, klopf. Darf ich reinkommen? Blum, komm mit. Miss Faragonda hat eine Schülerversammlung einberufen. Mädchen, ich muss euch etwas mitteilen. Ein dunkler Magier ist aus der Omega-Dimension geflohen. Der Name dieser Kreatur ist Valtor. Sind wir in Gefahr? Im Moment besteht keinerlei Bedrohung, aber unsere Schule könnte in der Tat zu einem Angriffsziel werden. Deshalb seid auf der Hut und meldet, wenn euch etwas Verdächtiges auffällt. Valtor wird Rache nehmen wollen. Er hat noch eine Rechnung mit mir offen und mit eurer Mitschülerin Blum. Oh. Oh.
Einige Eltern halten Blums Anwesenheit hier für ein Problem und haben mich deshalb ersucht, Blum der Schule zu verweisen. Ich habe gründlich darüber nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Für mich kann es ohne Wenn und Aber nur einen Weg geben, und zwar dieses Ersuchen abzulehnen. Blum wird hier in Altea bleiben. Ich kenne euch alle sehr gut und vertraue euch. Ihr seid tapfer und würdet nicht zögern, eure Schule oder eine Freundin in Not zu verteidigen. Und ich möchte, dass ihr alle hier wisst, sollte jemals eine von euch in Schwierigkeiten geraten, werden wir alle ohne Ausnahme für euch da sein. Und deswegen stehen wir zu Blum. Wenn einige Eltern diese Entscheidung nicht mittragen können und es vorziehen, ihre Töchter von unserer Schule